Hallo, werte Kultistinnen und Kultisten. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute Unforgiving weiter. Letztes Mal wurden wir vom großen Mann in die Mine gejagt. Ja, und jetzt sind wir hier in der Mine, müssen weitere Türen öffnen und sehen, dass hier ein Riss im Gefüge der Welt und Zeit ist. Der Schleier ist hier ziemlich dünn. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal umgehend weiter um. Schon mal gar nichts, sehr gut. Zeit für ein bisschen Licht hier reinzubringen. Das ist doch ganz gut. Das kommt doch ganz gut. Was haben wir hier Schönes? Wieder irgendwas. Disir, Lakaien der Nornen, ein Dis, ein weiblicher Geist der Toten, großartig, ist ein Sklave des Schicksals. Sie stehen unter dem Einfluss der Norns, führen ihren bösen Willen aus und sorgen dafür, dass die Fäden des Lebens gesponnen werden, wie die drei es verlangen. Großartig. Haben wir hier noch Kinderbilder? Vater sagt, wir gehen bald nach Hause. Ja, sieht super aus. Ihr werdet bestimmt alle ganz sicher nach Hause kommen. Da wird es überhaupt kein Problem geben. Haben wir hier? Gute Besserung, Astrid. Du wirst in unseren Herzen sein. Pelé und Signe. Tja, der Signe. Die alte Fischhaut. Nehmen wir noch ein Buch. Noch ein Buch. Die Bestraften. Shh, sie können dich hören. Sie wurden tief unter der Erde eingesperrt. Ihre Seelen verzehrt, erlagen sie allesamt den Bösen. Im Zwielicht verdunkeln sich ihre Augen und sie lernten, im Flüstern des Berges zu lauschen. So. Heißt das, die können uns nicht sehen? Sind die blind? Blinden sollte man trotzdem keinen Schabernack treiben. Besonders wenn die Blinden furchtbare Monster der Unterwelt sind. Aber noch was. Meine Liebe, Karl wird es dir bringen. Karl wird es dir bringen. Da ich es nicht kann, pass auf dich auf. Für immer dein EB. Na gut, der EB. Der wird's bekommen. Weil Karl, nee, sie wird's bekommen, weil Karl es ihm bringen wird. So, hier haben wir noch eine Kiste. Gottes Willen sind hier wieder Zettel. Sie sehen uns immer noch. Das tut mir sehr leid. Es tut mir so leid, dass wir euch noch immer sehen. Da können wir jetzt nichts, da kann ich nichts dran ändern. Zu Freya. Ganz schön viele Kisten dafür, dass da eigentlich nichts Besonderes dran ist an so einer Kiste. Zwei weitere, nur zwei Stück. Den können wir wieder nur mal nur anschauen. Hilft uns leider kein bisschen weiter. Ja, ich glaube, wir müssen einfach Zeichen suchen. Hilft nichts. Und wie macht man das am besten? Indem man nicht sein letztes Streichholz verbraucht. Sondern einfach mal hier im Dunkeln ein bisschen rumtastet. Ja, ich kann auch die Tasse im Dunkeln sehen. Ne? Die Shadow-Tasse. Ich möchte nach draußen gehen. Boah, draußen ist halt auch schön. Ne? Na, hoch. Aha. Das ist ein Kran. Und da ist irgendwas drauf auf diesen Lastkran. Wird wahrscheinlich ein Teil des Rätsels sein, das wir hier lösen müssen in den Minen. Es geht ganz schön weit runter. Wir sollten uns hier nicht aus Versehen vertreten. Gut, gut. Ist damit die nackte Frau gemeint? Achso. Hier sind wir an der Kransteuerung und da verwende ich doch gleich mal ein Streichholz. Zack. Schön, wir haben wieder ziemlich viele Botschaften. Ich kann nicht so weiterleben. Ah, klatsch. Wir haben Papa gefunden. Ich durfte nicht hinschauen. Ah ja, der Papa sieht nicht mehr so gut aus. Jetzt hat sie nicht nur einen Papa, sondern ganz viele Papas. Haben wir hier Streichhölzer ausgezeichnet. Nehmen wir alle vier. Und hier merkt's euch, die Ersatzteile befinden sich im Lager. Großartig. Kurz gesagt, der ganze Weg war umsonst. Der ganze Weg war umsonst. Wir konnten ein paar Streichhölzer abgreifen, das ist super, aber eigentlich hätten wir uns das erstmal sparen können. Förrat! Das ist das Lager. War das gerade ein Kindergeräusch? Gottes Willen, ja, das war ein Kindergeräusch. Aha, die hält so ein Kind in der Hand.
Reißen wir uns mal am weinenden Kinderbaum vorbei. Ja, ist ja gut. Mutter ist ja schon da, die Mutter. Was zünde ich jetzt an? Oh nein, oh nein. Mach das nicht. Okay, also ich muss sagen, dieser weinende Baum, der strengt mich ganz schön an, emotional. Weil ich möchte eigentlich ehrlich gesagt auch nicht den weinenden Kinderbaum anzünden. Weil? Nein, das mache ich auch nicht. Weil es waren ja alles mal Leute wie ich. Wir wurden nur schließlich auch von der Hexe gebissen. Vielleicht von einer Norne gebissen. Und werden uns ja auch im Baum verwandeln. Und dann fände ich es ziemlich uncool, wenn jemand kommt und sagt, hey, cool, ich zünde jetzt an. Deswegen möchte ich das eigentlich wirklich nicht tun. Ist das... Das ist tatsächlich so ein Geräuschding. Da müssen wir in Zukunft noch drauf achten, weil ich vermute... Das wird noch eine ziemliche Herausforderung, wenn hier unten wirklich irgendwas ist, was keine Augen hat und nur gut hören kann. Die Heilung haben wir letztes Mal schon gelesen. Hallo, klopf, klopf. Ein bisschen unheimlich ist es schon. Aber wenn es unheimlich ist, nehmen wir einfach die Hilfe. Als alter Harfenhaudegen, die Lin. Haben die einfach zack hier ins Symbol reingespielt. Das andere ist da oben. Deswegen müssen wir den Kran, also müssen wir ins Lager. Und fürs Lager brauchen wir irgendeinen Gegenstand, um den Geistermutterbaum wegzukriegen. Geistermutterbaum. Vielleicht finden wir hier hinten etwas. Ja. Vorsicht, nicht in den Riss greifen. Ah, voll in den Riss gegriffen. Ja, so eine Mine hat schon manchmal echt eine unheimliche Atmosphäre. Gestehen, ich war bisher noch nie wirklich in der Mine. Ich weiß nicht, ob man heute noch irgendwie in der Mine sein kann. Also ein Salzbergwerk kann man sein. Aber in so einer Höhle, ja, okay, Tropfsteinhöhle, klar, kann man auch irgendwie sein. Aber in so einer richtigen Mine, ne, eigentlich bisher nicht. Wieder ein Riss in der Welt. Hier gehen wir lieber mal unten durch. Und hauen uns nicht unseren Schädel so krass an, dass es keinen Morgen gibt. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Das wird wieder so eine Orientierungsherausforderung für mich. Wir dürfen auch nicht zu langsam hier rum gondeln. Das ist ein Haus. Mein Dissos ist aber schön gezeichnet. Weil wir kriegen zwar immer wieder Streichhölzer, aber ich möchte nicht, dass wir die für Quatsch ausgeben. Deswegen gehen wir lieber mal so schnell es geht hier durch. Auch wenn dann der Schrecken umso größer wird, wenn wir mit einem Male, einem Haps einfach nur im Mund sind. Oh, auf jeden Fall ein Streichholz, ich sehe absolut nichts. Ich glaube, euch geht es nicht anders. Euch geht's wirklich nicht anders als mir. Wir sind hier absolut blind. Anspannungsmusik wird lauter. Vielleicht ist es hier nur Erz, aber irgendwie sieht es nicht nach Erz aus. Es sieht einfach so aus, als würde der Schleier von der realen Welt zerbrechen. Und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Wenn die kleinen Schogurten durchkommen und sagen, guten Tag. Okay, feucht wird es jetzt auch noch. Ja, dann kämpfen wir uns mal. Halt das ein bisschen höher, bitte. Halt das vielleicht ein bisschen höher. Hallo? Also ich bin... Ach Gott, das Licht ist auch aus. Ist da irgendwas im Wasser? Ist da irgendwas im Wasser? Steck's dir bitte in die Brusttasche. Nicht in die Hosentasche, die streichelst. Wir brauchen die noch.
Okay. Hat besser funktioniert, als ich dachte. Ich dachte, dass jetzt irgendwas nach uns greift. Oder uns versucht, so krass es geht, kalt zu machen im Wasser. Aber eigentlich war es da total okay. Na komm. Bisschen Kopf einziehen. Und wir sind wieder in der Kreuzung. Aber bisher war das eher kein großes Labyrinth, sondern eher geradeaus durch einfach nur. Probieren wir es mal weiter mit geradeaus durch. Ja, hier hat jemand eine Kaffeepause gemacht, sehr gut. Und wir haben wieder Geschichte zu lesen. Wie Wolken aus Rasierklingen. Der Nathram ist eine Kreatur mit scharfen Klauen und einem äußerst gefährlichen Schnabel. Wir können sehr gefährlich sein, insbesondere in großer Zahl. Mein Feuer, ich habe es ausgemacht. Warum habe ich es ausgemacht? Naja, wir haben noch genug. Haben noch sehr, sehr viel genug. Mysteriöserweise, ich habe viel mehr schreckliche Bücher mit schrecklichen Kreaturen bisher gelesen als gesehen. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser Nattram hier überhaupt herkommen soll. Deswegen muss ich sagen, den Vogelschwarm fürchte ich zwar auch, aber vielleicht nicht so sehr. Hier kann ich nicht durchgehen. Ah doch. Wenn ich den Kopf einziehe schon. Ja, hier hat sich jemand häuslich eingerichtet. Gratulation. Ein wunderschönes Haus. Folklore haben wir gefunden. Auch ganz nett. Aber die Mühe machen wir uns nicht, dass wir die jetzt lesen. Wir wollen hier Abenteuer vollbringen. Abenteuer. Abenteuer in den Schattenminen. Tja. Ach du gute liebe Neune, ey. Jetzt hier einfach durch und du tötest mich nicht. Ja, das ist ein Ding aus der Zwischenwelt. Das hat mich weniger geschockt, als ich erwartet hätte. Der erste Arm, der von oben kam, der war die Atomexplosion. Aber der war total okay jetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wenig Schlaf bekommen habe letzte Nacht. Das heißt, vielleicht bin ich hier auch im Autoplay-Modus, wo ich dann. Dann schreibt mir ein Troll ins Gesicht und ich. Ja. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich sehr wohl nicht. So. Es wird mir eine Lehre sein, mich von diesen Löchern fernzuhalten. Da bin ich mir ganz schön hart erwischt. Gut, dass wir außerordentliche Regenerationskräfte haben. Hallo? Oh Gott, das bleibt von dem Ding weg. Sollen wir hier? Die Taten und Errungenschaften von Grimnir. Bobby durfte. Oh Gottes Willen, das ist ein Hund. Ich beschreibe euch mal, was ich gesehen habe. Nicht einfach so ein hundeartiges Wesen mit einem riesigen schwarzen Loch als Mund. Oder war ist es nur der Bobby? Oh Gottes Willen. Bobby, du killst mich. Warum machst du denn sowas? Alter Hundesohn. Oh, es tut mir leid. Klingt doch vielleicht eine Übernächtigung. Ich kann nicht schlafen, sie beobachten alles. Das hatte ich vor kurzem auch das Gefühl. Ein Streichholz haben wir hier. Die zwischen sich ihnen bewegen. Die zwischen sich ihnen bewegen. Halb tot und halb lebendig. In Bereichen, in denen der Schleier zwischen den Welten am dünnsten ist. Hausen sie verlassen in den Tiefen an dunklen und versteckten Orten. Gut. Jetzt wissen wir zumindest, wer das ist. Die alten Freunde hier. So, Checkpoint. Labyrinthe und Rituale in Skandinavien. Dann läuft das doch alles schon ganz gut, würde ich sagen, nicht wahr? Oh, heiß. Hot, 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 hot. Ich will es einfach nochmal ausprobieren. Komm. Okay. Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen oder haben wir hier jetzt eine Abkürzung irgendwo? Meine Güte, da kommt einfach so ein Typ raus und geht da los, als würde der jetzt einfach zum Supermarkt schauen. Okay. Psst, kein Geräusch. Psst.
spielen jetzt einfach Ringelringelrei mit dem. Ringelringelreihe. Oh, oh. Warum stöhnst du so krank? Der sieht uns nicht. Das ist ein Depp, der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht, sag ich doch, das ist ein Depp. Los, kann ich... Irgendwas ist da. Und ich bin Depp, weil ich nichts sehe. Ah! Lauf, 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 lauf! Komm. Geh ein bisschen schneller hier durch. Und ich bin Depp, weil ich schon längst einfach gegen eine Wand laufe. Ach Gottes Willen, was bist du denn? Du bist jetzt in mich reingeschlüpft. Oh, das sieht aber schmerzhaft aus. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Oh, lass das lieber. Na gut. Na gut. Diese Schleichaktion, die ging mal so richtig schief. Ging mal so richtig schief. Zack, neue Streichhölzer. Eins haben wir. Wir lassen jetzt mal das Licht aus. Und schauen, wie wir uns jetzt an diesem Mann mal vorbeischleichen. Da kommt er raus, denkt sich, oh Gott, oh, ich habe was vergessen beim Einkaufen. Oh, der Proteinpudding, der war heute im Angebot. Dann aber weiß er nicht, dass er schon längst einen Verfolger hat. Mich nämlich. Mich nämlich. Oh Gott, jetzt bleibt er da stehen. Zuckelt so ein bisschen. Wo war nochmal der Weg? Und jetzt geht er hier rum. Und während ihr hier rumgeht, gehe ich hier rum, dann runter, bleib hier schon wieder hängen. Und jetzt, glaube ich, laufe ich einfach. Das Geräusch war nur ich. Ich, wie ich aus dem Wasser raussteige. Habt keine Furcht, alles ist gut. Alles ist scheiße. Habt jetzt Grund zur Panik, lauft und sterbt auf die Art, die ihr es wollt. Aber macht bitte das verdammte Licht an. Den hängen wir jetzt einfach ab. Hier kommt der eh nie durch. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mal Gas geben. Jetzt muss ich mal Gas geben. Der hat mich nämlich ganz bestimmt gesehen. Komm. Schmieg dich hier durch. Wir haben es fast geschafft. Ich hoffe mal, dass es hier eine sichere Area ist. Aber ich glaube ja fast schon. Und da wir den Generator angeschalten haben, sollte uns jetzt nichts im Weg stehen, wenn wir diesen Knopf drücken. Exakt. Exakt. Ach komm, nee. Ich möchte doch nicht den Kinderbaum abfackeln. Ah, oh, Mann. Okay. Haben wir das jetzt oder haben wir das nicht? Ja, haben wir das? Vielleicht. Ragnar, wir mussten weiter in die Mine ziehen. Sei vorsichtig. Das hier ist die Frau mit zwei Köpfen, die von der blonden Frau bedroht wird. Klar. Klar. Der Fall des falschen Gottes. Der falsche Gott sah, wie schön Freya war und verfiel ihrer Schönheit. Er machte Pläne, seine Geige für sie zu spielen und sie mit seiner Magie zu bezaubern. Freya sah jedoch, erkannte seine List. Freya erkannte seine List. Ich sage euch was, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt Benzin dabei haben. Und das heißt eines, dass es jetzt den Mutter-Kind-Baum an den Kragen geht. Leider, mir wäre es anders echt auch lieber. Aber wir müssen hier lebend raus. Und die Lindy hat einfach keine Skrupel. Die tritt ihrem Bruder in die Fresse, wann sie will. Und schneidet ihm auch die Zunge raus und das Auge, wann sie will. Und jetzt? Und jetzt? Mach ich dich hier kalt? Tja, kannst jetzt noch jammern, aber das wird kein gutes... Ach, Gottes Willen, was bin ich denn für ein Mistmensch? Es muss einen anderen Weg geben. Denk an mein Kind, bitte. Ja, würde ich ja gern, wenn es einen anderen Weg gäbe. Ach komm, es ist doch auch eine Erlösung, wenn du ja nicht ewig hier in diesem verdammten Baum bist. Jetzt schmeiß schon drauf. Kann ja gar nicht hinschauen, echt.
Sehr gut, dass auch nicht der ganze Baum abbrennt, sondern es brennt einfach nur die Mutter mit Kind ab. Ja, großartig. Ja, doch, der Baum ist auch ziemlich im Arsch. Okay, das hat jetzt meine Laune nicht gerade verbessert. Lin, gehen wir mal davon aus, du bist vielleicht echt nicht so die coole Person. Du solltest ein bisschen weniger deinen Bruder wegen seiner Frisur verarschen. Und ihm weniger ins Gesicht treten. Und Mutter und Kinder, versucht zumindest mal, wenigstens ein paar Mal die nicht anzuzünden. Ich habe keine andere Wahl gesehen. Game sagt, hey, zünd's an. Mach ich das halt. Was haben wir hier? Ein Stück. Ein Stück gibt's mir in die Hand. Naja, wir haben aber auch ziemlich viele. Das kann nicht alles gewesen sein. Das kann nicht alles gewesen sein, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Irgendwas anderes muss hier noch im Lager sein. Verglore. Da komme ich nie und nimmer durch. Hier sehe ich nur einen kaputten Stuhl. Habe ich eine Abzweigung verpasst? Ja, habe ich wohl. Vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt aber nicht ausrutschen. Aber bitte nicht ausrutschen. Okay, das ist ein unterirdischer See. Dann schauen wir mal, was es am See des ewigen Friedens da unten so gibt. Hier ist eingestürzt. So, Vorsicht vor Dimensionsschlöffern. Die können hier überall sein. Die können hier wirklich überall sein. Ja, was tun? Da drüben geht's weiter. Da schwimmen wir jetzt rüber, und zwar ein bisschen schnell. Ganz, ganz vorsichtig. Schnell, aber vorsichtig. Okay, okay. Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich ganz sicher gesehen. Au, 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 oh, das sieht nicht gut aus. Das habe ich vielleicht nicht gut gemacht. Lauf, 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 lauf. Das sieht nicht gut aus. Wir gehen einfach hier straight in die Höhle rein. Hier geht's straight weiter. Zack, auf. Perfekt. Kommt ihr mir nach? Oh, die Tür lieber zu. Vielleicht sind die Dimensionsschlürfer nicht so erschreckend wie andere Sachen, die ich bisher gesehen habe. Wir hatten Hunger, ich vermisse Bobby, den Hund mit dem schwarzen Loch im Kopf. Was haben wir hier? Bobby, das blieb also von dir übrig. Jagen, Tiere verwerten. Ja, komödiantisch, dass wir natürlich das Buch daneben legen. Und nicht die heilige Pflicht. Versteckte Welten 2. Es gibt Theorien, dass unter den Welten von Yggdrasil eine Unterwelt existiert. Ein Fegefeuer. Ein Ort, an dem Menschen über frühere Entscheidungen nachdenken und für ihre Sünden büßen mussten. Wir haben ein elektrisches Kabel. Ich glaube, damit können wir den Aufzug einschalten. Das hier sind die Grimmgeister, die lächeln mir hier entgegen. Und sagen, du, noch hast du ja ein bisschen zu lachen, aber nicht mehr lange. Ein Streichholz. So, wir haben alles, was wir brauchen, um den Lastenaufzug anzuschmeißen. Das, was wir nicht haben, ist Licht und Sicherheit. Denn ich glaube, hier ist wahrscheinlich noch immer der Schlürfer unterwegs. Ich sehe jetzt keinen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass keiner da ist. Das ist auch ein ziemlich grimmes Ende, wenn die uns erwischen, weil die knicken uns einfach in Fetzen. Also die springen in uns rein und dann zerknicken sie uns. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass es Dylan nochmal passiert. Der kommt nicht von oben, der kommt von der Seite. Deswegen geben wir jetzt mal so richtig Gas. Wer jeder weiß,
Dimensionsschlürfer sind ganz schlechte Akrobaten. Ganz schlechte Akrobaten. Sieht man nie im Zirkus, Dimensionsschlürfer. Hier will ich so schnell wie möglich weg, damit ich mich nicht erinnere, was ich hier überhaupt gemacht habe. Schmeißen wir einen Aufzug an, fahren da kurz cool nach unten. Spielen so ein bisschen unsere Metal-Harfe. Boom! Ja, abwärts würde ich sagen. Mal sehen, ob dieser Krach nicht irgendwen auf sich gezogen hat. Oder die Aufmerksamkeit von irgendetwas auf sich gezogen hat. Aber mit der Macht der Zauberharfe werden wir jetzt das Problem hier lösen. Ach du meine Güte. Das ist viel weiter unten gelandet, als ich dachte. Das ging nicht so aus, wie ich es eigentlich gewünscht hätte. Der Aufzug ist voll durch den Boden durchgebrochen. Eine Etage tiefer. Schauen wir uns jetzt nach diesem Zeichen hier um. Na gut, also, ich riech schon, das wird eine Falle sein. Wenn wir hier, oh Gott, da liegen überall Dosen auf dem Boden. Wenn wir hier unvorsichtig sind, dann werden wir die Aufmerksamkeit von irgendwas ganz Üblen auf uns ziehen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Also, GHG, sei ganz, ganz sneaky. Wenn es stimmt, was im Buch stand, sind die blind. Das heißt, es dürfte die eigentlich nicht interessieren, wenn ich hier... Wie soll ich hier durchkommen? Gar nicht. Es dürfte die nicht interessieren, solange ich keine Geräusche mache. Ist eigentlich diese Flamme vollkommen egal. Da ist ein Pfeil auf dem Boden. Wie nett, dass wir den gezeichnet haben. Guck, hier geht's zu deinem Tod. Geh da runter. Ja, mache ich. Danke. Danke, dass du es markiert hast. Da geht's weiter. Probieren wir's. Da ist was. Da ist irgendein Scheiß. Und das kannst du grob vergessen, dass ich hier vorbeikomme. Ja, schau dir mal diesen netten Kameraden da an, der da oben sitzt. Also der wartet nur drauf, dass ich hier durchgehe. Aber einen Scheiß werde ich tun. Bin ja nicht blöd. In einigen Situationen bin ich nicht klug, aber doof bin ich auch nicht. Licht. Wir gehen einfach über Umwege dahin. Das ist eine Katastrophe. Absolute Katastrophe. Da kommt kein Mensch durch. Ah, du bist ja ein nettes Kerlchen. Komm, geh einfach mal ums Eck. Du nettes Kerlchen. Also dafür, dass die nicht so groß sind, habe ich einen ganz schönen Respekt vor denen. Weil wer so ein Gebiss hat, der meint es ernst. Das sind bestimmt keine Veganer. Ja, hier ist wieder mal total tote Hose. Gott, das Willen. Ah, du hast mir nicht gehört, du hast mir nicht gehört. Kecke einfach weiter. Alles gut, hier ist in Wirklichkeit jemand. Ist gar keiner. Kein Mensch ist hier, Gottes Willen. Bevor ich echt meinen restlichen Streichhölzer. Ja, da sehe ich, da kommt jemand. Okay, gehen wir mal ein Stück. Ja. Nee. Du hast nichts bemerkt. Du, ein Scheiß hast du bemerkt. Mich bemerkt. Hör auf! Na gut. Das passiert also, wenn ich nicht vorsichtig bin. Deswegen, wo bin ich hier? Hat der mich getötet oder hat... Oh, Gottes Willen! Ah, mir schwillt meine Wunde. Und diese Dinger haben mich hier reingeschmissen in die Grube. Was ist das? Bierflasche, super. Kann ja auch so totalen Drink gebrauchen. Ach du miese kleine
Stücke. Oh Gott, was bist du denn? Oder wer bist du denn mal gewesen? Naja. Egal wer du warst, du hast es jetzt hinter dir. Ja, Gentlemen, wir müssen aus der Grube raus. Aber wie? Aber wie? Ja, hier haben wir wieder obskure Kunst. Schon wieder sowas. Wir schleichen mal unten durch. Nicht mit dem Kopf anstoßen. Komm, mehr Feuer. Ich sehe da vorne was. Ich sehe davon irgendwas, was zumindest der Ausgang sein könnte. Hilf mir. Eine Hand. Eine helfende Hand. Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ging das so? Ich weiß es nicht mehr. Also, balancieren wir mal hier rüber. Und danach geht's hier weiter. Und hier. Jetzt ducken wir uns ab. Jetzt wird ein bisschen gekrochen. Ich hoffe mal nicht, dass uns jetzt so ein grinsendes Ding gleich entgegenkriegt. Ich sehe aber was. Ich sehe einen Kabelschlauch, der hier führt. Und diese Kabelschläuche haben meistens die Logik, dass die irgendwo hinführen. Deswegen folgen wir denen jetzt ganz, ganz persistent. Da. Der Kabelschlauch hier rüber. Folgen wir mal weiter. Das entlassen wir uns natürlich nicht entgehen. Was haben wir hier? Schicksal des Unverzeihlichen. Die Norns waren nicht immer großzügig. Einige Menschen wurden für ihre verfaulten Seelen mit dem Fegefeuer bestraft und mussten ihren schlimmsten Albtraum immer und immer wieder tragen, bis die Norns zufrieden waren. Breche es, breche es, breche es. Ich tue mein Bestes. Breche es, breche es, breche es. Hier haben wir wieder Lesestoff. Mama ist krank, Karin. Wer schreibt das eigentlich hier gerade in mir? Ich bin eigentlich ziemlich krank, sehe ich gerade. Die Bestraften, sie können sich hören. Sie wurden, das hatten wir schon alles. Ja, was haben wir denn hier? Ach, ihr seid die Bestraften, ja. Ihr armen, armen Bestraften. Ich sehe nur eine Möglichkeit, hier durchzukommen, aber lass uns mal nicht das hier berühren. Da vorne sehe ich Licht, da gehen wir mal rüber über diese Brücke. Wir müssen aufpassen. Oh Gott, das will, weil da überall irre sind. Überall irre kleine Gremlins, oder ich weiß nicht, wie man sie nennen will. Ja genau, gehen wir mal über die Gremlinbrücke. Wo sie sich zusammentrotten, um sich zu paaren. Weiß nicht, was die da unten machen. Vielleicht spielen sie auch eine Runde Halmer. Wo ich sag, ich weiß nicht mal, was Halmer für ein Spiel ist. Wow. Naja, wir haben neue Streichholz gefunden. Wir wissen, sie einzusetzen. Ich will weiter diesem Ding folgen. Das sieht vollkommen zuverlässig aus. Sieht super zuverlässig aus. Da werden wir bestimmt nicht fehlgeleitet. Vorsicht auf links und rechts. So, da vorne leuchtet mir der Tunnel. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Geh weg, du Vieh. Oh. Okay, okay. Ich darf nicht rennen. Ich wollte jetzt ganz cool rüberrennen. Dachte mir, das ist eine super Idee. Eine super Idee, wenn ich jetzt da einfach schnell rüberrenne. Und was war's? Ein Scheiß war's. Oh Gott, da sind sie. Okay, wir gehen einfach konstant weiter. Während die sich da mir nachtasten. Das sieht wie der richtige Weg aus. Das spüre ich jetzt schon.
Allein wegen dem Speichersymbol rechts unten. Okay, das werden ja immer mehr. Das werden ja nicht weniger, das werden ja mehr. Die schauen da alle runter. Fragen sich, wo eigentlich diese köstliche Menschenfrau hin ist. Wo ist nochmal diese köstliche Menschenfrau hin? Ein extra knackiges Gesicht. Ich muss gestehen, vor den Knechten habe ich eigentlich weniger Angst. Das ist hier nur so eine Schleichmechanik. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig erschreckend. Schön sind sie nicht. Also schön sind sie wirklich nicht. Aber schrecklich sind sie jetzt auch nicht. Ich glaube, wir machen gut Fortschritt. Vielleicht war es das ja schon mit der Knechthöhle. Hier ist nichts. Hier ist schon was. Probieren wir es mal hier. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Ja, das speichert zumindest nochmal. Da ist unser Zeichen. Das ist unser Zeichen. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich bin jetzt ein bisschen unvorsichtig und laufe hier mal rüber. So, spiele die Harfe nochmal. Come on, play the song. Aber wenn ich das spiele, ist es doch laut. Ist das was Gutes oder ist das was ganz Schlechtes? Oh, oh. Oh, das ist was ganz Schlechtes. Ach du Scheiße. Hier durch. Abducken. Nein, was machst du denn? Schau nicht auf deine blöde Harfe. Schau nicht auf die stupid Harfe. Okay, weiter, weiter hier. Das ist eine Verfolgungsmusik, deswegen bin ich da jetzt instant losgelaufen. Weil irgendwer ist mir schon längst auf den Fersen. Und hier muss ich irgendwo den Weg nach oben wiederfinden, aber wo ist der? Komm, das kann doch nicht so schwer sein. Da, da geht's hoch. Da geht's hoch. Gut, fünfmal vorbeigerannt. Und hier ist der Eingang. Der ist sogar schon offen, ausgezeichnet. Und sofort rein. Er hat gar nicht verfolgt, glaube ich. Na doch. Na gut, den schlägt's ganz schön aus. Jetzt bleibe ich aber auch nicht stehen. Ich höre irgendein Grunzen hinter mir. Nee, das sind nur die Bass. Das ist nur der Bass. Ah, sieh mal einer an. Ich hatte doch einige Verehrer. Hm? Beides muss ich jetzt spielen, ne? Hm? Ich glaube, die bleiben hier stehen, oder? So schnell könnte ich ja gar nicht spielen, bis die mich zerreißen. Spielen wir ein Lied und dann spielen wir das zweite mysteriöse Lied. Oh, wir schon ganz schön durchge. Wir schauen ganz schön am Ende aus. Unsere Fingernägel werden schon schwarz. Also entweder ist das noch Nagellack vom letzten Mal. Oder aber. Lebre hat uns hart im Griff. Fans, war cool mit euch. Macht es gut, ihr kleinen toten Kinder. Verfluchten Trolle. Rottenschrate. Ich weiß es nicht. Warum ist jetzt alles dunkel? Ja, wo bin ich? Springen. Springen. Gottes Willen, was liegt denn hier am Boden? Disulfram. Oh, Methadon. Ja, Methadon kann man immer gebrauchen. Hier, Methadon. Spring, 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 sagt sie. Ist
Daniel Silver, Zeit für ein Bier. Also, soll ich jetzt wirklich da runterspringen? Also, irgendwas will mich doch austricksen. Tilsofram. Das sind alles doch Drogenersatzmittel und Drogen, oder? Was hier rumliegt. Es wird immer bedrohlicher. Die wollen unbedingt, dass ich hier runterspringe. Aber was ist, wenn ich es nicht mache? Wisst ihr was? Wir versuchen einfach, nicht zu springen. Ich setze mich jetzt hier hin. Und spring nicht. Ich spring. Ich glaube, wir haben wirklich keine andere Wahl, als da runter zu springen. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein geheimes Ending oder so. Aber ich springe jetzt runter. So. Unten sind wir. Gut gemacht, Hamas. Da ist irgendwas. Ich höre jetzt Komödiantisch, wenn man unten einfach nur einen Aufschlag hört und das war's. Das ist, glaube ich, unser Hafenspieler. Da schwimmen Augenreflexionen auf dem Wasser. Yes. Yes. What a good girl you have proven yourself to be. You managed to come all this way to me. Now I can finally possess it. The golden one. I can see the poison flowing through your body. But as I promised, I will end your suffering. All I ask for in return is what you are carrying. Das ist so die falsche Entscheidung. Das werden wir so nicht machen. Ah nein, du machst es jetzt automatisch oder was, ne? Give it to me. There we go. Yes, yes. Lynn, ich glaube, das war keine kluge Idee. Of course, there remains one small setback. You came here. Good girl. But now you must find your way out. If you can. Mhm. Super vertrauenserweckende Mann. Mit dem Schwarz im Schritt. Was muss ich machen? Na 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 na. Au! Oh Gott. Aha. Da ist was, da ist was. Jetzt laufen wir einfach mal drauf zu. Ich habe keine Ahnung, ob das was macht, aber... Gottes Willen. Ja, warten wir lieber mal. Nichts übereilen. Das macht keinen Sinn hier, glaube ich. Sobald ich was ziehe, bleibe ich wieder stehen. Zack, stehen bleiben. Stehen bleiben. So, Summer. Und weiter, und weiter. Und jetzt mal schauen. Ist das der Ausgang vielleicht? Irgendwas ist es. Ist ganz schön hell. Ah, alles Licht. Nein. Und das war alles nur ein Traum? My good girl. Ach, er spricht doch immer mit uns. Have you perhaps seen this before? To see you suffer over and over is truly da war doch was mit dem, was wir vorhin im Buch gelesen haben, mit diesem endlosen Circle. Und er hat ja jetzt auch gesagt, wenn du entkommen kannst. When you still remember, before oblivion. Okay, das heißt, treten wir diesmal meinem Bruder nicht, obwohl es ein extra Achievement gibt, treten wir ihn nicht gegen den Kopf. Stimmt gar nicht, gibt kein Achievement. Du, nee, lass mal stecken. Warum fahren wir nicht einfach nur mit unserem Therapiebruder in den Sonnenuntergang? Tritt deinen armen Bruder wieder, von dem du dachtest, dass du ihn nie wieder zu Gesicht bekommst. Komm, komm schon, mach es! Tritt ihm voll gegen den Hinterkopf! Komm! Komm zu mir!
Ist nicht wahr. Und damit hat sich wohl der Kreis geschlossen. Okay, cool. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. War cool. Ich muss gestehen, vielleicht habe ich vor Mythenwesen grundsätzlich ein bisschen weniger Angst als vor Geistern oder sowas. Da bin ich mir selber nicht sicher. Ich muss sagen, wenn es so einen mythischen Hintergrund hat, das ist mir jetzt vielleicht sogar schon bei ein, zwei Horrorspielen aufgefallen, dass wenn es jetzt irgendwie Trolle sind und Kobold und so weiter, also ich bin ja langjähriger Rollenspieler, irgendwie machen mir die nicht so viel Angst. Ich habe mich trotzdem ein paar Mal bärig erschreckt, aber am Schluss waren es halt so Monster einfach, ne? So mythische. Und die fand ich vielleicht gar nicht mal so erschreckend. Wie jetzt zum Beispiel eine Geisterfrau oder vielleicht ein Wesen aus einer anderen Dimension. Okay, die kamen auch vor, aber das war alles so mythologisch angehaucht. Das Ende fand ich ziemlich cool, dass es so ein endloser Kreislauf ist. Und man weiß ja auch nicht genau, ist es denn jetzt eigentlich wirklich der Mann in ihren Kopf? Sind es die Drogen? Am Schluss hat man ja überall Drogen gesehen. Da habe ich zwar dann versucht, nicht runterzuspringen und gehofft, dass es ein anderes Ende gibt, aber ich fand's geil. Hat mir super Spaß gemacht. Vielleicht wird sich jetzt was ändern, wenn man diesen Zirkel immer und immer wieder spielt. Wenn man jetzt sagt, neue Spiele und dann spielst du nochmal, vielleicht gibt's da ein anderes Ende, aber da muss ich gestehen, da fehlt mir im Moment die Geduld, da es ja doch nicht allzu kurz war. Schön aber, dass ihr auf jeden Fall da wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr die drogensüchtige Lynn mit in den düsteren Wald begleitet habt. Und mich natürlich. Hinterlasst ein Like, hinterlasst ein Subscribe. Geil war's. Ich freue mich aufs nächste Mal und mögen die Alten mit euch sein.